Name your game. Ja, machen wir es halt. Wahrscheinlich wacht er noch auf. Ich habe die Seife gefunden. Du solltest jetzt aus dem Badezimmer rausgehen. Es wird ziemlich dampfig werden. Das könnte eine Weile dauern. Er ist sehr schmutzig. Soll ich rausgehen? Weiß ich nicht. Ich glaube, der Typ wird mir eh nichts tun. Wir warten mal kurz. Habe ich es klopfen gehört? Ich verstecke mich mal. Kann ich nicht. Mach die Tür auf. Er hat mir den Türschlüssel gegeben und halt die Klappe. Oder du wirst auch ein Bad nehmen. One more thing. Noch etwas. Oh, ist Jared hier? Er ist gerade ziemlich beschäftigt. Hat er genug Handtücher? Jared benutzt eine Menge Handtücher. Er hat genug Handtücher. Oh, alles klar. So. Gibt es also nichts, womit ich Jared helfen kann? Jared braucht nichts. Puh, was für eine Erleichterung. Oh, ich kann sehen, dass Jared gerne fernsieht. Ist Jared mit dem Empfang zufrieden? Der Empfang ist super. Oh, okay, gut. Na gut. Sag Bescheid, wenn Jared mehr Kanäle braucht. Jared braucht nichts. Ist alles in Ordnung? Mach, dass er verschwindet. Jetzt. Was ist das für ein Geruch? Grillt ihr da drin? Verschwinde sofort. Okay, kein Grund, unhöflich zu sein. Das war knapp. Glaubst du, er hat was gemerkt? Steve ist nicht gerade der Hellste. Kann ich jetzt gehen? Ja. Hier, dafür, dass du mir bei meinem kleinen Problem geholfen hast. $20 sind $20. Geh jetzt. Danke, Sir. Wir gehen nochmal zu Steve. Ist alles in Ordnung? Okay. Alles ist in Ordnung. Oh, hey, Jared. Jetzt ist Steve tot. Und es ist alles deine Schuld. Wie bitte meine Schuld? Oh, ich verstehe. Ich werde nicht wütend sein, wenn es du nicht bist. Diesmal zumindest nicht. Mach's gut, Kind. Jetzt kann ich aber das Auto klauen, ne? Oder den Türschlüssel. Fahren mit dem Auto weiter. Nee, scheiß drauf, jetzt verschwinde ich. Es ist mir zu blöd hier. Ganz ehrlich. Dann trampen wir halt. Ist das John? Yo, blame it on the rain. Der Regen will nicht aufhören, was, Jungblut? Ich habe in letzter Zeit nicht gut geschlafen.
Du hast meine Kassetten gefunden. Jede von ihnen ist mit einer Menge Erinnerungen verbunden. Das letzte Mal, als ich gut geschlafen habe, war an dem Tag, an dem ich mit diesem Kind Fußball gespielt habe. Keine Ahnung, warum ich dir das alles erzähle. Wow, hey. Niemand außer mir fasst mein Radio an. Ein Flyer, der für Senatorin Flores bei der bevorstehenden Präsidentschaftswahl am 9. September wirbt. Wirst du zurechtkommen? Ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Aber lass uns über etwas anderes reden. Fang du an, okay? Klar, okay. An der Mauer wird etwas passieren. Ja, ich habe es im Urin, Kind. Etwas Gutes oder etwas sehr Schlimmes. Ich hoffe nur, dass ich es bald rüber schaffe. Ich hoffe, das tust du auch. Oh, da schläft ein. Kann ich den weg? Shit, Digga. Hey! Bleib bitte wach! Verdammt, dieser alte Löwe ist müde! Wie kann ich dich wach halten? Ach, ich komm schon klar. Mein Akupunkteur hat gesagt, dass ich große Qi-Reserven unterhalb der Wirbelsäule habe. Ich greife einfach auf sie zu und fertig. Good to go! Ich könnte was für dich singen. Schätze mal, das ist ein Nein. Das ist ein Nein. Aber du solltest dich ausruhen. Du brauchst deine Energie auf der Straße. Mach schon, Kleines. Ich habe nicht alle meine Finger. Aber du bist in guten Händen. Oh, was für ein Witz. Er schnarcht ja noch immer. John! Okay, das funktioniert nicht. Jetzt gucken wir mal, was hier ist. Ah, jetzt. Verdammt! Okay, okay, keine große Sache. Nun, es ist schon eine ziemlich große Sache. Wir werden fast gestorben. Aber ich muss diese Fracht schnell wohin bringen. Was ist das für eine Fracht? John? Windeln für Erwachsene. Windeln für Erwachsene, wirklich? Ja, mach dich nicht lustig. Und wohin geht die Lieferung? Oh, nur die Straße entlang, ja. Da gibt es nur eine Lösung. Du musst mir ein Omen Vitality machen. Verstehe. Eins von denen. Geh nach hinten, ich werde es erklären. Entschuldigung für die Unordnung. Ich bin nicht gerade der ordentlichste Mensch. Was ist das? Ein Bild von einer schönen, dunkelhaarigen Frau. Das ist Connie, Jungblut. Hübsch, nicht wahr? Könntest du das zurücklegen? Das ist ein wirklich wertvolles Teil. Es schmerzt mich, das zu sagen, aber Connie ist nicht mehr unter uns. Sie ist vor 10 Jahren beim Einsturz des Gipfels gestorben. So habe ich auch meine Finger verloren. Ich habe versucht, zu ihr zu gelangen, als die Felsen herabfielen. Aber ich hätte meinen ganzen Arm dafür gegeben. Mein ganzes Leben, um sie zu retten. Sie war der Wind in meinen Segeln. Und ich werde sie für den Rest meines Lebens vermissen. Was ist das? Auch ein Bild. Ich brauche jetzt wirklich diesen Drink.
Seine Tochter wahrscheinlich. Ich werde nach etwas Hard Rock suchen. Es ist Zeit, die Dunkelheit zu vertreiben. Aber wir klauen. $45, perfekt. Was ist denn der Scheiß-Drink? Ist der? Ich will ihm nicht nochmal ein Essen stehen oder so. Das Rezept sollte an der Kühlschranktür hängen. Na, das hier. Omen Vitality, Ginseng, Gurke, Kaffeebohnen. Gib alle Zutaten an einen Shaker, kurz und kräftig schütteln. Viermal einen großen Jay, um dich in diesen langen Nächten wach zu halten, dein Schatz, Conny. Ginseng, Gurken, Kaffeebohnen. Alright. Die Gurke sollte oben sein. Was ist hier? Aber ich kann sie nicht nehmen. Das muss ich auch noch verschieben. So, wir haben schon mal die Gurke. Es ist grün und gesund. Auf jeden Fall kein Burger. Kaffeebohnen sind unten irgendwo. Hier, oder? Sich halt rotieren. Ja? Der Ginseng sollte irgendwo da hinten sein. Perfekt. Positive Energie. Wir schütten, jawohl, klasse Song. Diese Drums, verdammt. Ist mein Drink bald fertig? Vitality! Na los, mach schon! Trink, Jungblut, das wird dich umhauen. Guter Stoff! Ich wusste, dass du es mögen würdest. Behalte das Rezept, es wird sich als nützlich erweisen. Diese Fähigkeit erhöht deine Gesamtenergie um 2 zusätzliche Balken. Jetzt ist es Zeit, Gas zu geben. Du kannst gerne mit mir weiterfahren, wenn du willst. Deine Entscheidung. Ja, bis ich einen guten Platz gefunden habe. Okay, los geht's. Hoffentlich war das nicht die falsche Wahl. Kommen die zusätzlichen Balken ganz am Schluss. 10. August 1996. Er droppt uns bei Biggie's Burger. Mal gucken. Das hier? Komm. Brauchen wir später. Wahrscheinlich ist Alex hier drin. Ich kenn ja schon, wie das aufgebaut ist. Cool, dass wir 2 zusätzliche HP-Balken haben. Erstmal hier erkunden. Alles ausverkauft. Das ist ja frech. Hier scheint ja gar nichts zu funktionieren. Was ist das? An alle, die es betrifft, ich musste hier weg. Jeder einzelne meiner Mitarbeiter ist abgehauen. Einer nach dem anderen. Schließlich sagte mir einer von ihnen, warum?
Ich habe es nicht geglaubt, bis ich es im Mitarbeiterzimmer mit eigenen Augen gesehen habe. Schau nicht aus dem Fenster, ich warne dich. Okay, wir tun es nicht. Aber hier kann ich wohl rein. Ein leerer Benzinkanister. Wofür wir den auch immer brauchen. Was gibt's hier zu sehen? Gar nichts. Pong. Wir können auch hier nicht mal hacken. Und wir könnten versuchen, Benzin zu holen, aber wo? Ah, okay. Jetzt weiß ich wo. Hier steht ein Auto und dann werfen wir den Generator an. Come on, baby, light my fire. Ja, man gewöhnt sich irgendwann an das Spiel, wenn es schon fast zu Ende ist. Dann hat man es auch drauf. Was ist es damit? Frage ist nur, wohin? Gehen mal hier rein. Weiß, ob wir hier richtig sind. Könnte ich mich erholen? It's good to know. Hier wahrscheinlich, ne? So. Jetzt geht's wahrscheinlich. Nee. Ich habe hier irgendwas gehört. Ist hier kein Lichtschalter oder sowas? Notiz an mich selbst. Denke daran, den Schalter in der Küche umzulegen. Ja, das meinte ich, ja. Frage ist, wo ist die Küche? Da hinten, ne? Komme ich nur von der Seite durch? Ist der? Ah, hier. Perfekt. Jetzt hacken wir uns da hinten rein. Dankeschön. Was gibt's denn hier? Geld, schön. Essen, auch gut. Voll HP. Nochmal, wahrscheinlich Geld, ne? Jo. Hier scheint nichts zu sein. Da haben wir noch eine Tür. Okay, die ist hier verbarrikadiert. Wir rufen mal zu Hause an. Hallo? Hi. Papa, ich bin's. Oh,
Oh, hey, Lisa. Sagen wir nichts. Ja, das ist nett, aber du musst nicht vorbeikommen. Nein, 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 ich bestehe darauf. Komm nicht vorbei, okay? Uns geht es gut. Das ist sie, nicht wahr? Gib mir das Telefon. Mach weiter, mach weiter. Jetzt werden mich die Bullen suchen. Ist immer schief gegangen, wenn ich zu Hause angerufen habe, ich Trottel. Wir müssen trampen. Wir haben viel Geld und volle HP. Das ist eigentlich mega nice. 46 Kilometer zur Grenze.